Und diese langen von der russischen Führung, die Volksforderungen, die in der letzten Zeit während der Demonstrationen entstanden sind, zu folgen. Wir fordern, die Wahlergebnisse der Duma-Wahlen unbindlich zu erklären und die neuen Wahlen durchzuführen. Die Wahlfälschungen zu untersuchen und die städtische zentrale Wahlkommission abzusetzen. Alle vorhandenen Parteien zu registrieren und alle politischen Gefangenen freizulassen. Wir rufen auch alle russischen Bürger aus. Jetzt kommen sie schon an. Jetzt sollten wir einfach mal kurz auf die andere Seite gehen. Die Zukunft Russlands ist hier heute am Samstag in der Demokratie. Dankeschön. Это была наша окончательная резолюция и действительно те требования, за которые мы выступаем теперь. Мэри Ошин продолжит свой концерт и потом выступит еще одна команда, называется «Рупус Кисен». Вы все какие-то отвечают, И да, танцуйте, веселитесь, то есть можно дальше обсуждать политику, но теперь начинается настоящее веселье, как бы. И вечером после этого у нас будет дискуссия в 19 часов, Бордикштрассе 5. И потом в 21 часа будет вечеринка в Катарбюрде. Also vielen Dank, das war Abschluss des Lernens von Kostja und jetzt machen wir mit Musik weiter, also danach spielt noch ein cooles Band, Rupert's Kitchen Orchestra, also richtig los. Ja, es ist verboten in der Öffentlichkeit zu reden, das stört den Konsum. Ja, das ja, Die syrische Botschaft haben Sie nicht so bewacht. Ja, bei der russischen, da wäre es nicht so. Wenn Sie wollen zu sich zu demonstrieren, dann können Sie das gerne hier an der Stelle machen. Will sich jemand hier als verantwortlich? Sie sind für die Wahl in Russland? Ja! Dann verwundert nur das ein oder andere Plakat. Das hängt thematisch an. Alles klar.
Thank you.
Dankeschön.